Da ist jetzt dummerweise, da ist jetzt dieser blöde Schalter, wo jetzt hier weiter hingeht. Da war jetzt dieser Knopf dazwischen. Aber hier so auf dem sieht das ja eigentlich ganz gut aus. Hier, ne? Und ich weiß jetzt nicht, wie weiter die Stimme aufnimmt, aber ja, das sind ja wie gesagt, das nennt man Bidual oder so. Und dadurch, dass er ja, sagen wir schnell, also ja, er nimmt ja alle Richtungen auf. Ich weiß, die Leute halten uns jetzt für bekloppt hier, aber... Familiensyndrom. Nein, das ist einfach mal ein Test, ob das funktioniert. Das kann ich dann auch mal bei YouTube rausstellen. Oh, na toll. Nee, das geht nicht. Obwohl, das kann man auch noch ganz stärken. Aber es ist kalt, es ist nicht so schön warm. Nee. Ich weiß nicht, ob man auf der Kamera das nach der sehen könnte, ob man das lesen könnte, ob man interessiert. Ich nehme jetzt mal 5 Minuten auf. Das hat man gleich mal gesammelt. Ja. Dann kann mal die Geräusche aufnehmen. Dieses Klatschen oder Knipsen, was ich gemacht habe, damit kann ich jetzt vergesse ich schon die Sonne, ja, das ist natürlich für sich allein, kann ich das denn, wenn ich das nachher zusammenschneide? Ton und Bild. Also nimmt ihr jetzt einmal den Ton auf von Marron, aber nicht von dem iPhone Surround. Auf Absammlung, 2,15 Euro. Ah, Leute, ich kann mal nachgucken, was das ist. Das ist ja zum Beispiel. Nee. Wenn der egal. Ja. Ja, ich weiß ja, dass ich da Spaß dran habe. Das ist ein teures Hobby. Das sind so Sachen, die kann ich dann auch nicht machen, um es gerade gehen zu sollen. Und ich mache das dann nachher auf dem Club. Das andere, die mich da vielleicht für interessieren für das Gerät, dass man anhören kann, wie die Aufnahmequalität ist. Das klingt. Vielleicht solltest du mal am Anfang des Videos das immer einmal gesagt. Also die Aufnahmequalität. Ja, das ist ja 360 Grad Video. Wenn ich dann davor weg noch mal alles mache, weiß ich nicht. Ich weiß ja, ob meine Software davon ist. Hat
habe da eine relativ gute Software, aber ich weiß nicht. Achso, nee, die erste vordere ist das so, ne? Ja. So, das ist jetzt mal eine Testaufzeichnung mit dem Zoom HR, nee, Quatsch, H3 VR. Das Ding ist auf dem Kopf, deshalb lese ich das verkehrt. Um einfach mal so einen Eindruck für Leute zu machen, die eventuell sich für dieses Gerät interessieren. Eine reine Probeaufnahme, nichts Besonderes. Okay, check.